They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. It's an open book, a road in reverse, a brand new hook. Forget that curse. Rewrite, ignite, restart. Cause it's your life. Oh, rewind. Cause you're royal, you rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Es war einmal vor langer Zeit. In einem fernen Land. Alle Augen waren auf Apple gerichtet, als sie die wichtigste Erklärung ihres Lebens bekannt gab. Ich bin Applewhite, Tochter von Schneewittchen. Und ich gelobe, mein Schicksal anzunehmen. Klar, dass du mit Apple anfangen musst. Lieblinge werden immer bevorzugt. Erzähle lieber, wie das Schuljahr begann. Na schön. Nehmt Platz, Freunde, und hört euch die Geschichte der Ever After High an. In diesem Internat trefft ihr die Söhne und Töchter der berühmtesten Märchenfiguren, die es je gab. Doch dieses Jahr war für die Schüler der Ever After High ein ganz besonderes Jahr. Wir erzählen Apples Geschichte, die Geschichte einer Royal. Es war das Jahr des Schicksalstags. Ein bedeutendes Ereignis, an dem die Schüler in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Ich kann's gar nicht glauben. Bald schon kommt unser Schicksalstag und es gibt noch so unglaublich viel zu tun. Ja, Wahnsinn, oder? Ich sag dir, die Party danach wird absolut großartig. Ich habe gehört, DJ Enchant soll in Raya, es geht nicht nur um die Party, sondern um unser Schicksal. Zukünftige Königin, wir dürfen nicht zulassen, dass jemand peinliche Bilder von uns auf My Chapter postet. Hey, ich bin die Tochter von Don Röschen. Wenn ich bald 100 Jahre lang schlafen muss, will ich jetzt noch einiges erleben. Ich bitte dich, wer würde über dich etwas Schlechtes posten? Alle hier mögen dich. Da kommt Applewhite! Sie ist so schön. Darf ich deine Bücher tragen? Ach, Tiny, du bist ein süßer kleiner Schatz. Dankeschön. Siehst du, wie sehr dich alle mögen? Oh, ich will am ersten Tag keine Minute verpassen. Hallöchen, Leute. Hey, wie geht's? Hallöchen. Hey, Prinz Daring. Wieso hältst du denn die Hand über deinen Mund? Naja, ich habe mir meine Zähne bleachen lassen und Schulleiter Grimm sagt, ich darf sie den Leuten nicht zeigen, weil... Aber dein Lächeln ist doch so zauberhaft hinreißend. Stimmt, du sagst es. Meine Augen, ich bin blind. Okay. Apple? Daring? Also, irgendwelche Liebesdetails für meinen Spiegelcast-Blog? Sprich mit dem Spiegel. Blondie, Daring und ich sind noch immer kein Paar. Wir sind auf der Highschool. Wir haben bis in alle Ewigkeit Zeit, zusammen zu sein. Aber ihr beide seid doch das perfekte Pärchen. Nicht zu dies, nicht zu das. Ihr seid genau richtig. Komm, Apple, wir gehen lieber was essen. Ciao, bis gleich. Und so wartete Apple an diesem Abend in den Gemächern mit einer Überraschung auf ihre neue Zimmerkameradin. Denkst du, dass es Raven gefällt? Oh, natürlich. Welcher zukünftigen bösen Königin würde kein böser Thron, keine böse Krone und kein verfluchter Spiegel gefallen? Stimmt. Aber wieso tust du das alles für Raven? Raven ist ein besonderer Teil meines persönlichen Schicksals. Wenn sie mich irgendwann vergiftet, wird das alles verändern. Denn dann erweckt mich der Prinz und ich werde Königin. Das heißt für mich glücklich bis ans Lebensende. Ich brauche sie. Hey, oh. Maddie? Schnell! Versteck dich, ich will sie allein überraschen. Ich verschwinde durchs Fenster. Das habe ich ja noch nie gemacht. Oh. Willkommen zu Hause, Mitbewohnerin. Wie witzig, Apple. Ich wohne schon mit Maddie zusammen. Nein, nicht mehr. Mann, bin ich ein gut aussehender Prinz. Daring, wie konntest du wissen, dass ich hier lande? Ein Burgfräulein in Not aufzufangen. Ist voll mein Ding. Also, das war fabelhaft. Bleib stehen, ich spring gleich nochmal. Lust auf einen Abracadabra-Latte? Also, ich nehme meinen mit Muskat. Oh, also wenn du mich schon fragst, ich nehme einen mit ganz, ganz, ganz viel Schlagsahne. Hey! Hi, Ashlyn. Kommt ihr mit in den Wald? Ich bin schon so lange nicht mehr dort gewesen. Ich vermisse die Spaziergänge im Wald so sehr. Ich habe hier eine Lieferung von 300 Paar Schuhen für den gläsernen Schuh. Neue Schuhe? Zeig her! Ah. Oh.
hat einen Schuh-Tick. Naja, sie ist eben Aschenputtels Tochter. Es ist Zeit für die Probe für unseren Schicksalstag. Ich kann's kaum erwarten, allen die Königin zu zeigen, die ich schon bald sein werde. Aber Apple wusste nicht, dass Raven Queen ganz andere Pläne hatte. Die Märchenwelt zum Besseren wenden. Zum Schlechteren wenden würden. Also, wenn euer magischer Schlüssel erscheint, steckt ihr ihn langsam in das Buch der Märchen und sagt: Nehmt Haltung an, Schultern zurück und vermeldet der ganzen Welt freudig euer Schicksal. Habe ich mich klar ausgedrückt? Aber was, wenn... Oh, keine Fragen? Gut. Nun, wer beginnt? Ich. Ich. Gern hier entlang, meine zukünftige Königin. Ich bin Applewhite und ich gelobe mich, meinem Erbe zu verpflichten als das nächste Schneewittchen. Perfekt. Ja, ich weiß. Ich bin Briar Beauty und ich gelobe, in die Fußstapfen meiner Mutter zu treten und 100 Jahre lang zu schlafen. Aber bevor ich das tue, werde ich jede Minute genießen. Oh, da wir gerade davon sprechen, in meinen Gemächern geht am Freitagabend die Mega-Party. Der Nächste. Hallöchen, Charming, Daring, Charming. Ich gelobe, genauso wie mein Vater zu werden, König Charming. Mutig, gut aussehend, gütig, gut aussehend, fürsorglich und gut aussehend. Der Nächste. Ich bin Raven Queen und ich gelobe, hiermit meinem Schicksal zu folgen als... Ich habe da eine Frage. Was möchtest du wissen? Also, ich habe mich gefragt, was wäre, wenn ich dieses Gelöbnis gar nicht ablegen will, Schulleiter Grimm. Das ist ihr Schicksal. Ich meine, wenn sie mich nicht vergiftet, dann kann ich nicht einschlafen. Dann küsst mich mein Prinz nie wach und ich werde nie Königin. Und ich kann mein glücklich bis ans Lebensende total vergessen. Also, Raven, diese gefährlichen Gedanken solltest du aus deinem Kopf streichen. Fahre fort. Ich muss gehen. Und so suchte Apple in dieser Nacht Zuflucht im Zauberwald und fragte sich, was aus ihrem eigenen Schicksal würde, wenn Raven beschloss, dem ihren nicht zu folgen. Schulleiter Grimm? Verzeih, ich habe dich wohl erschreckt, meine Liebe. Ich möchte dich bitten, deine Zimmerkameradin im Auge zu behalten. Raven, wir müssen den Pfaden folgen, die für uns vorgesehen sind, denn nur so bleibt unsere Welt, wie sie besteht, für uns sicher. Bitte, gib Acht auf Raven. Du musst sie überzeugen. Du wirst tun, was auch immer erforderlich ist. Ich. Und so lag eine furchtbar dunkle Bedrohung über der gesamten Ever After High. Musst du immer so dramatisch sein? Musst du mir immer mein Ende vermasseln? Natürlich weiß ich, dass das Ende meiner Geschichten immer ein wenig... Gib doch zu, du ergreifst immer Partei für die Royals. Was soll das denn jetzt heißen?